Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, unter Top 28 soll heute ein Dringlichkeitsbeschluss im Nachgang durch den Rat der Stadt Essen genehmigt werden, den unser Oberbürgermeister Herr Kufen und der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Vogel, bereits am 23. Dezember letzten Jahres unterzeichnet haben. Dabei geht es um die Fortsetzung des zweijährigen, höchst unwirtschaftlichen Pilotprojektes mit dem witzigen Namen Bussi, welches nur noch bis zum Monatsende vom Bundesministerium für Verkehr und Digitales gefördert wird. Nun mag der Name des Projekts ja noch witzig sein. Vielleicht soll er die bittere Realität dahinter auch nur überspielen. Denn die Ergebnisse, die sich aus der zweijährigen Pilotphase nun ableiten lassen, sind weder zum Schmunzeln noch zum Lachen. Das Projekt ist kläglich gescheitert. Krachend gescheitert, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen das auch erläutern. Hierfür benutze ich einfach die Zahlen, Daten und Fakten und nicht die ideologieverblendete Sicht der grün verfärbten Gestaltungsparteien unserer Stadt mit lediglich ein wenig rötlicher Anbiederung. Schauen wir uns doch einmal an, was die Ruhrbahn mit den 5 gelben elektrisch betriebenen London-Droschken einfahren konnte. Die Zahlen aus November 2022 ergeben ca. 17.000 Fahrten in 21 Monaten. Okay, es war während der Pandemie zumindest im Sommer 2021 nicht ideal, zog aber dann zum Herbst und im Winter 2021 an, wie die Stadtverwaltung in der Vorlage ja selber schreibt. 17.000 Fahrten bei 10.000 registrierten Benutzern, das sind auch keine 2 Fahrten je Benutzer. Das heißt, viele fahren nicht mal ein zweites Mal. Wie dann das Feedback der durch die Uni Duisburg-Essen online befragten 1.000 Bürger im Ergebnis aussagen konnte, dass die Kunden den Service gern wieder nutzen wollen, steht eigentlich im krassen Gegensatz zu diesen Zahlen. Dann fallen immer wieder die Argumente Sicherheit und Barrierefreiheit und natürlich auch Nachhaltigkeit in Bezug auf die Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Die Sicherheit ist hier nicht viel höher als mit dem normalen ÖPNV, da auch dieses Mobilitätsangebot Restwege zu Fuß in der Nacht nicht ausschließt, da von virtuellen Haltepunkten aus losgefahren bzw. gehalten wird und nicht Ende zu Ende wie bei Fahrten zum Beispiel mit einem Taxi. Die Barrierefreiheit ist zwar gegeben, allerdings ist diese auch beim Standard-ÖPNV zumindest vorgesehen, beim Taxi ohnehin vorhanden und wer mit dem eigenen Auto fährt, hat sowieso kein Thema damit. Sie kann in diesem kleinen Umfeld also nicht das schlagende oder ziehende Argument darstellen. Was die Nachhaltigkeit angeht, so werden Detaildaten gar nicht transparent, zum Beispiel über die überwiegende Altersgruppe der Nutzer, wie viele Personen sich wie häufig eine Fahrt geteilt haben und vieles andere auch nicht. Diese Information bräuchte man aber, um die Nachhaltigkeit genau beurteilen zu können, denn die generelle Betrachtung geht ja von einer Reduzierung des MIV durch Bussi aus. Sehr junge Nutzer haben vielleicht gar kein eigenes Auto oder bilden auch privat Fahrgemeinschaften. Ich komme nun zu dem interessantesten Aspekt, da wo die Kuh die Milch lässt, wie wir früher salopp gesagt haben, nämlich zu der wirtschaftlichen Betrachtung, meine Damen und Herren. Uns von der AfD ist natürlich bewusst, dass die wirtschaftliche Betrachtung hier im Umfeld der Gestaltungsparteien, insbesondere vor dem Hintergrund der totalen Mobilitätswende mit erzwungenem Modal Split, nicht auf viel Interesse stößt. Aber Sie müssen sich das jetzt doch anhören und vielleicht schreiben auch die unabhängige Presse etwas darüber, was dann zumindest den Effekt hätte, dass alle erfahren könnten, wie sie mit dem Geld der Essener Bürger umgehen, meine Damen und Herren. In den 21 Monaten zwischen März 21 und November 22 kam es zu den besagten etwa 17.000 Fahrten, also gut 800 Fahrten pro Monat. Dies soll nun gesteigert werden und auf Nachfrage im AVM, im Ausschuss, liegt die Auslastung aktuell bei schon über 1.000 Fahrten je Monat. So weit, so gut. Ebenfalls auf Nachfrage im Mobilitätsausschuss wurden uns Umsätze in Höhe von bis zu 5.000 Euro vage bestätigt, was einen durchschnittlichen Fahrpreis von etwa 5 Euro je Fahrt ergeben würde. Das bestätigt sich auch durch einen Blick auf die Preistabelle, die sich um 25% rabattiert, weil die Ruhrbahn-Abokunden ja diesen Rabatt erhalten, zwischen knapp 4 Euro bei bis zu 2 Kilometer Entfernung und bei gut 6 Euro bis zu 4 Kilometer Entfernung bewegt. Also 5 Euro pro Fahrt im Mittel. Klingt alles noch akzeptabel,
Gäbe es da nicht auch die Kostenseite? Die Ruhr benötigt zur Fortsetzung für die nächsten 10 Monate von März bis Ende des Jahres 600.000 Euro, also 60.000 Euro pro Monat. Bei 1.000 Fahrten im Monat fährt Bussi also zu Kosten in Höhe von, Herr Helmstedt hat gerade schon gesagt, 60 Euro je Fahrt. Und selbst wenn man die Fahrten nun noch verdoppeln, wenn sie sich noch verdoppeln ließen, stünden 30 Euro Kosten je Fahrt immer noch Einnahmen in Höhe von durchschnittlich 5 Euro je Fahrt gegenüber, also mindestens 25 Euro Unterdeckung je Fahrt. Wobei der Versuch der Ausweitung der Betriebszeiten auf den Donnerstag, wie Ende 21 geschehen, mit Durchschnitt nur ca. 50 Fahrten auch nicht annähernd die gewünschte Verbesserung brachte und eine Ausweitung des Gebietes mehr Fahrzeuge nötig machen würde, also gar nicht vorgesehen ist und auch nicht funktionieren würde. Ich frage Sie nun, meine Damen und Herren, wie kann denn ein Projekt noch unwirtschaftlicher sein? Wie kann ein Pilotprojekt noch krachender scheitern? Man muss nur den Mut haben, auch wenn es nicht in die eigene, vielleicht ideologiemotivierte politische Zielsetzung passt. Man muss nur den Mut haben, ein gescheitertes Pilotprojekt auch zu beenden, bevor es noch großen wirtschaftlichen Schaden anrichtet. Wie die finanzielle Schuldensituation unserer Stadt aussieht, haben wir von der AfD ja anlässlich der Haushaltsdebatte bereits hinreichend deutlich gemacht. Man kann jetzt darüber spekulieren, warum es hier zu einem Dringlichkeitsbeschluss kommen musste und der Rat nicht im Vorfeld, also gegen Herbst, Winter 22, schon dazu gehört werden sollte. Ein Schelm, wer Schlimmes dabei denkt. Verantworten müssen diese Ausgaben, die im Übrigen einen anteiligen Wandel des geplanten Investivvolumens für den ÖPNV, nämlich sogar über 50%, in ein Konsumtivvolumen zur Folge haben, nun die Unterzeichnung desselben, Herr Kufen, Herr Vogel, beziehungsweise die vermutlich heute zustimmende Gestaltungspartei. Die AfD-Fraktion hat bereits Ende Dezember im Ausschuss für Verkehr und Mobilität keine diesbezügliche Empfehlung ausgesprochen und stimmt auch heute dem bereits ergangenen Dringlichkeitsbeschluss im Nachhinein nicht zu. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.